Schach genießt eine Popularität wie nie zuvor. Der Spieler freut sich vor allem im Internet einer gigantischen Beliebtheit. Einen Teil dieses Booms will der Präsident des österreichischen Schachbundes, Michael Stöttinger, jetzt nach Österreich bringen. Am Donnerstag fand in der eindrucksvollen Kulisse der UNO City ein Diplomatenschachturnier statt. Doch an diesem Tag traten sie nicht nur in politischen Angelegenheiten gegeneinander an, sondern auch auf dem Schachbrett. Auch Mitarbeiter der UNO City und deren Familien durften teilnehmen. Es ist das erste Schachturnier, das ganz offiziell im Gebäude der UNO stattfindet, wo nur Mitglieder des diplomatischen Korps und Angestellte der UNO mitspielen dürfen. Nur für mich hat meine Ausnahme gemacht, also ich darf auch mitspielen. Wie steht in Österreich im Vergleich zu internationalen Ländern im Schach da? Eigentlich sehr gut, insbesondere natürlich, wenn man die Größe Österreichs bedenkt. Österreich hat ja nur 9 Millionen Einwohner und natürlich kann man uns jetzt nicht mit China oder Indien vergleichen, aber Österreich hat mehr als 10 Großmeister und Österreich ist ein klassisches Schachland. Ja, wir sind sehr stolz darauf, dass wir auch den ersten Schachweltmeister haben und wir können mit der Nationalmannschaft, mit unserer durchaus vielleicht nicht an der absoluten Weltspitze mit, aber wir spielen schon gut mit. Was würden Sie denn sagen, ist Österreich ein Schachland? Absolut. Also es gibt Dinge, die man eigentlich nur Österreich zuschreibt, die wir erfunden haben, wie das berühmte Kaffeehausschach, das man jetzt ja gar nicht irgendwie abtun darf, sondern das über Jahrzehnte auch sehr starkes Schach war. Wir haben gerade in den 20er, 30er Jahren des vorigen Jahrhunderts eigentlich auch in der Schachtheorie eine führende Rolle gespielt. Und in Österreich war Schach immer auch Teil der Kultur. Finden Sie, sollte man Schach noch attraktiver machen? Fehlt da was oder ist es schon attraktiv genug, beziehungsweise Kinder, Jugendliche in Österreich? Schach bewerben, gerne alles, was man kann. Schach attraktiver machen, im Sinne, die Regeln zu ändern, da wäre ich jetzt skeptisch. Ich finde, die Regeln sind gut, so wie sie sind. Aber wir bemühen uns sehr und was das Schach ja jetzt sehr spannend macht, auch für junge Menschen, sind eben die beiden Bedenkzeiten Blitzschach und Schnellschach, wo die Schachpartie eben jetzt nicht 6 oder 7 Stunden dauert, sondern nur 10 Minuten beim Blitzschach oder nur so 30, 40, 50 Minuten beim Schnellschach, wo man dann auch so Turnier, wie wir es heute spielen, an einem Tag spielen kann. Und das ist gerade für junge Menschen auch sehr attraktiv. Sie spielen ja heute selber mit beim Diplomatenschach. Wie läuft es denn bis jetzt? Bis jetzt läuft es sehr gut. Ich habe in der ersten Runde den israelischen Botschafter gehabt, in der zweiten Runde den turkmenischen Botschafter und ich konnte beide besiegen, zu meiner eigenen Überraschung. Also bis jetzt läuft es wirklich gut. Ist man eigentlich immer noch nervös vor so einem Turnier oder generell vor einem Schachduell? Ich glaube, ich kann sagen immer, und das gilt vom Anfänger bis zum Weltmeister. Schach ist es ja speziell, wenn Sie sagen, Sie führen ein Fußballspiel in der 88. Minute 4-0, dann wissen Sie, dass Sie das Spiel gewinnen werden. Sie können nur ein Tor kriegen, aber Sie werden das Spiel gewinnen. Im Schach ist es anders. Sie können eine ganz starke, überlegene, gewonnene Stellung haben. Wenn Sie einen Fehler machen, ist die Partie weg. Und deswegen ist man auch bei jedem Zug sehr angespannt und bis zum letzten Zug angespannt. Wenn man gewinnt und der Gegner reicht einem die Hand zum Aufgeben, ist das immer eine große Erleichterung. Was ist denn Ihre persönliche Elo-Zahl? Meine Elo-Zahl ist, ich glaube, so ungefähr 1840. Ja, das ist so ein mittlerer Vereinsspieler, also sehr Großmeister werde ich keiner mehr. Wenn wir uns da jetzt umgeschaut haben, haben wir gesehen, dass viel weniger Frauen mitspielen. Warum denken Sie, ist das so? Ja, das ist eine interessante Frage. Also ich kenne das Beschäftigungsverhältnis bei der UNO nicht zwischen Männern und Frauen. Insgesamt ist das Frauenschach über Jahrzehnte ja nicht so stark gefördert werden. Das hat sich aber in den letzten Jahren sehr stark verändert. Also nicht nur in Österreich, sondern eigentlich im ganzen Einflussbereich des Weltschachbunds wird Mädchen- und Frauenschach sehr stark gefördert und die Zahlen steigen rapide an. Also in wenigen Jahren oder Jahrzehnten glauben wir, dass die Leistung einerseits und andererseits auch die Anzahl der Spielerinnen und Spieler, da sie irgendwo bei 50-50 einpendeln wird. Wenn Sie Schach mit einem Wort beschreiben würden, welches wäre es dann? Action. Michael Stöttinger überreichte dem CEO des Weltschachbundes, Emil Sutowski, das offizielle Gebot für die Schach-WM in Österreich. Ob die Weltmeisterschaft schlussendlich wirklich nach Österreich kommt, ist noch nicht entschieden. Von Seiten des Verbandes zeigt man sich allerdings zuversichtlich.